Als Dankeschön hinterher für diese super tolle Aktion möchten wir natürlich gemeinsam einen Ausflug machen. So, jetzt sage ich Bühne frei. In Syrien herrscht seit 5 Jahren Bürgerkrieg. Die Menschen protestierten anfangs friedlich. Doch bald übernahmen Terrorgruppen die Führung. Das Land versinkt seitdem im Chaos. Saudi-Arabien, Iran, Katar, Russland, Türkei, Europa, USA. Alle verfolgen ihre eigenen Interessen im syrischen Bürgerkrieg. Für die Interessen der Bevölkerung aber interessiert sich niemand. Sie wurden in den Flüchtlingslagern in der Türkei, im Libanon oder Jordanien vergessen. Erst seit diese in ihrer Verzweiflung die Lager in der Nähe ihrer Heimat verlassen und nach Europa fliehen, reagiert die westliche Welt. Sie baut Zäune. Unsere erste Geschichte spielt in der nordsyrischen Stadt Aleppo. Aleppo war einst die größte Stadt in Syrien. Viele militärische Gruppen versuchten es zu besetzen. Heute ist Aleppo weitgehend zerstört. Juma, mein Sohn, es ist kaum noch Brot mehr da. Du musst Brot holen. Aber Mutter, das ist sehr schwer. Du weißt doch, die Bäcker unserer Gegend haben keine Kohle und kein Gas. Und sie haben erst recht, sie haben keine Mehl. Ich muss sehr weit gehen, um Brot zu holen. Aber was sollen wir dann machen? Heute Abend ist der Brotkorb leer. Ja, ich weiß. Du musst gehen, Juma, bitte. Dein Vater ist zu alt, zu krank und zu traurig und dein Bruder ist zu jung. Ich kann nicht. Aber was sollen wir dann essen? Ich habe Hunger. Kein weiß, wo die Grenzen sind, wo welche Posten stehen. Heute ist es ruhig, nur wenige Schüsse. Vielleicht kommt bald Frieden. Frieden? Durch wen? Assad, al-Nusra, dem islamischen Staat? Durch die Bomben der USA oder Russland? Ich bete für dich. Allah wird dich beschützen. Gut, morgen früh gehe ich. Schläft der Krieg, hoffe ich. Kommst du? Aus Aleppo. Ich habe auf dem Land Brot geholt. Wie bist du an uns vorbeigekommen? Als ich ging, wart ihr noch nicht da. Dokumente. Hier, das nächste Mal meldest du dich gleich bei uns. Stopp! Deine Ausweis und deine Tasche. Was ist der Dreh? Brot, ich habe Brot geholt. Brot? Davon muss ich die Hälfte konfessieren. Vor der Revolution. Also auch Geld? Nur weniger. Auch wenig. Hälfte der Revolution, die Hälfte. Okay.
Halt! Wo ist dein Ausweis? Schnell, schnell! Nein, das geht nicht! Du kannst nicht weiter! Aber bitte, ich muss hier, meine Familie... Du musst hier warten! Aber hier ist Schluss! Familie. Nein! Aber... Hey! Wo ist nur Juma? Mutter, keine weiß, wo Juma ist. Er ist bestimmt tot. Mein Sohn ist tot. Nein, Mutter, auch das wissen wir nicht. Darum rufe. Juma! Oh, Juma, mein Bruder. Mein Sohn. Komm, setz dich. Machst du Tee? Ja, danke, Mama. Wo warst du? Die Posten sagte, ich muss warten. Da habe ich gewartet. 3 Monate? Was hast du gegessen? Wo hast du gelebt? Viele Häuser stehen leer. Da habe ich geschlafen. Viele heute geholfen. Und ich habe nur weniger Geld für den Posten versteckt. Auch uns haben die Menschen geholfen. Kein Nachbar lässt einen Nachbarn verhungern. Wieso sind Leute so gut und gleichzeitig so grausam zueinander? Hast du Brot? Ja, es ist wenig und es ist hart, aber es reicht für einige Tage. Und dann? Bernd? Bernd? Darf ich reinkommen? Was gibt's denn, Mama? Entschuldige, aber wir haben keine Brötchen mehr. Na und? Na und? Ich muss dir und Tienchen für morgen noch Pausenbrot machen. Dann schick halt Tienchen. Tienchen ist doch noch zu klein. Außerdem macht sie gerade ihre Hausaufgaben. Ich muss auch noch Hausaufgaben machen. Das sehe ich. Du musst doch nur zum Bäcker an die Ecke laufen. In 5 Minuten bist du wieder da. Ich mag nicht. Ach komm, Bernd. Ich mach gerade Abendessen. Ich kann nicht weg. Ich mag aber nicht. Ich geb dir 5 Euro mit. Davon kaufst du 4 Brötchen und das Wechselgeld darfst du dann behalten. Oh Mann, okay. Aber beim Bäcker ist um die Uhrzeit bestimmt eine Schlange. Ah, du bist ein Schatz. Und wenn du zurückkommst, gibt's Abendessen. Ich hab keinen Hunger. In Afrika sind über 17 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Hauptgrund für ihre Flucht ist Europa. Europa hat die Grenzen geschaffen, die heute zu Massakern und Kriegen führen. Europäische Investmentfonds kaufen afrikanisches Land und vertreiben Millionen einheimischer Bauern. Europäische Fangflotten fischen die Meere vor Afrikas Küsten leer. Millionen Fischer verlieren ihre Existenzgrundlage. Der von Europa und dem Westen verursachte Klimawandel führt in weiten Gebieten Afrikas zu Austrocknung und zunehmender Wüstenbildung. Hochsubventionierte Lebensmittel aus Europa zerstören die einheimische afrikanische Wirtschaft.
Namhafte Ökonomen sagen, Afrika wäre schon allein damit geholfen, wenn der Westen es einfach in Ruhe ließe. Nur einen Bruchteil dieser Abermillionen von Vertriebenen versucht, nach Europa zu kommen. Unsere nächste Geschichte berichtet davon. Sie beginnt in Libyen. Es ist 9 Uhr abends. Abnehmen. Die Uhren, Gürtel, abnehmen. Warum müssen wir das machen? Deine Uhr ist aus Metall. Metall kann Funke schneiden. Willst du überleben oder deine Uhr behalten? Schon gut. Schnell, schnell, schnell. Fahren? 12 bis 16 Stunden, bis uns die Lerner finden. Und wenn sie uns nicht finden? Dann dauert es 3 bis 4 Tage, wenn der Navigator uns richtig führt. Und wenn nicht? Wenn nicht, wie viel Wasser haben wir dabei? Vielleicht nur 1 oder 2 Tage. 3 Tage kann man ohne Wasser überleben. Wenn der Navigator uns nicht richtig führt, sind wir nach 5 Tagen tot. Aber der Navigator fährt doch nicht. Er sieht nicht mal auf seinem Kompass. Ich frage den Kapitän. Wir dürfen nicht mit dem Kapitän sprechen, das weißt du. Er muss sich auf das Fahren konzentrieren. Aber er ist kein Kapitän. Er ist ein Flüchtling wie wir. Aber er liebt das Boot. Darum umsonst er mitfahren. Genauso der Navigator. Es nutzt nicht, den Kapitän zu fragen. Was soll er sagen? Dass der Navigator nicht navigieren kann. Kann es sonst einer? Nach mehreren Stunden Fahrt streikt plötzlich der Motor. Oh, was ist das? Der Motor geht nicht mehr. Ich muss sie reparieren. Was können wir tun? Ich muss warten. Das ist eine alte Maschine. Wenn sie nicht mehr anspricht, sind wir verloren. Ich muss sie reparieren. Der Kapitän putzt die Zündkerzen, reinigt den Vergaser, macht alles, was man ohne Ersatzteile machen kann. Endlich, nach 3 Stunden, springt der Motor wieder an. Alle jubeln. Und der Kapitän verspricht. In 20 Stunden sind wir in Italien. Die Fahrt geht weiter, doch nun wird das Wetter immer schlechter. Wir werden sinken, wir werden sterben. Wo ist das Land? Wo ist das Schiff? Jemre nicht, schaffe lieber Wasser. Der Sturm legt sich wieder. Doch auch nach 2 weiteren Tagen ist immer noch kein Land oder ein Schiff in Sicht. Wir müssen mit dem Kapitän reden. Er hat gesagt 20 Stunden. Aber jetzt sind wir schon über 2 Tage auf dem Wasser, nicht ganz lang. Wir dürfen nicht mit dem Kapitän sprechen. Wo ist das Land? Wo ist das Schiff? Er fährt aber bestimmt in die falsche Richtung. Wir müssen schon längst in Italien sein. Herr Kapitän, wie lange müssen wir noch fahren? Ich weiß es nicht. Warum weißt du es nicht? Ich bin der Kapitän, nicht der Navigator. Ich kann nicht 2 Arbeit gleichzeitig machen. Ich bin noch nie nach Italien gefahren. Das ist mein erstes Mal. Ich bin auch nur ein Mensch.
Du kannst nicht navigieren? Nein. Oh. Sie ist meine Schwester. Soll ich meine Schwester zurücklassen? Aber wir haben kein Essen und kein Trinken mehr. Ich bin auch Hundin. Wir sind verloren. Da! Da ist eine Helikopter! Wir müssen ein Zeichen geben! Wir müssen den Helikopter holen! Nein, wir dürfen diesen Helikopter nicht holen. Der bringt uns nach Leben zurück. Aber Sao, er blinkt, er gibt uns Zeichen. Er zeigt uns vielleicht die Richtung nach Italien oder zu einem Schiff. Nein, er bringt uns nach Leben zurück. Wir müssen den Helikopter folgen. Es ist unsere einzige Chance. Und du musst das Boot wenden. Ich lebe, würfen sie uns ins Gefängnis. Und hier auf dem Meer werden wir sterben. Was haben wir für eine Wahl? Okay, ich glaube, du hast recht. Ich den Helikopter folgen. Du Schatz, wo fahren wir denn heuer in Urlaub hin? Weiß nicht, wie wär's denn mal mit Afrika? Ich glaub, da waren wir noch gar nicht. Stimmt, keine schlechte Idee. Wir könnten so einen Naturpark anschauen, Fotosafari. Giraffen und Löwen wollte ich schon immer mal in echt sehen. Dafür kannst du aber auch in den Zoo gehen. Mir wäre Nordafrika lieber, Marokko, Algerien oder auch Ägypten. Hab gelesen, da gibt es ganz günstige Fähren, schon ab 50 Euro. Aber mit einer Fähre dauert es doch so lange. Und dann müssen wir ja auch noch irgendwie zum Ablegeort kommen. Also mir wäre Fliegen lieber. Da gibt es bestimmt super Schnäppchen. Ein Arbeitskollege ist für schlappe 200 Euro nach Kenia geflogen, hin und zurück. Ja, eine Fähre würde sich natürlich nur rentieren, wenn wir mit dem Auto fahren. Aber zu einem Abenteuerurlaub habe ich heuer keine Lust. Okay, machen wir die Fotosafari. Super, dann übernehme ich dafür das Buchen. Aber bitte all inclusive. Ich möchte heuer mal so einen richtigen Faulenzerurlaub machen. Wie die Dame wünscht. All inclusive im wilden, wilden Afrika. Ich freue mich schon. Menschen sind weltweit auf der Flucht. 86% von ihnen werden von den armen und ärmsten Ländern aufgenommen. Nur 14% von den Reichen. Nach Europa fliehen überwiegend Männer. Sie nehmen den gefährlichen Weg auf sich, um ihre Familien legal und sicher nachkommen zu lassen. Doch im Asylpaket 2 wurde nun der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt. Damit ist der letzte legale Weg für Frauen und Kinder nach Deutschland versperrt. Nur noch mit viel Geld und einem guten Schleuser kann eine Familie sicher nach Deutschland kommen. Unsere nächste Geschichte beginnt in Gaza. Vater und Sohn betreiben einen kleinen Gemüseladen. Thank you.
Moment. So, wie kann ich Ihnen helfen? Wie viel kosten die Orangen? Wie viele Kilo? Ein Kilo. 15 Schekel. 15 Schekel? Das ist viel zu teuer. 10 Schekel, mehr habe ich nicht. In Ordnung, 10 Schekel. Danke. Was kosten die Tomaten? 8 Schekel. Und die Auberginen? Auch 8 Schekel. Nein, das ist mir zu viel. Ich kaufe woanders. Sie werden es nirgends billiger bekommen. Die Israelischen lassen zurzeit kaum Gemüse durch. Und in Gaza haben wir kaum Wasser zum Anbau. Nein, ich kaufe trotzdem woanders. Sie werden wiederkommen. Was macht ihr hier? Wir verkaufen Gemüse. Gemüse? Gemüse? Was habt ihr gegen die Hamas? Wir haben nichts gegen die Hamas. Warum seid ihr dann immer noch nicht Mitglied? Wir sind nur einfache Händler. Die große Politik ist zu groß für uns. Wir wollen nur Obst und Gemüse verkaufen. Gemüse verkaufen ist heute verboten. Warum? Warum nicht? Komm hier. Was ist das hier? Das ist der Verdienst des Vormittags. Das nehmen wir mit. Vater, was ist? Warum sieht es hier so aus? Die Hamas war wieder da. Wie soll es nur weitergehen, Vater? Was ist denn hier los? Die sind doch alle kopfkrank, die Israelischen genauso wie die Hamas. Sei ruhig, Sohn. Die Wahrheit die ist gefährlich, wenn die Gewalt regiert. Und wenn schon, wenn man kein Leben mehr hat, ist alles egal. Mutter, Vater, können wir die Garten nicht so tun? Ja, lieber Mann, ich glaube, es ist an der Zeit. Gut, eure Mutter und ich haben beschlossen zu fliehen. Nach Deutschland, dort lebt euer Onkel. Er hat vor 10 Jahren Asyl bekommen. Er wird uns helfen. Ich habe endlich einen guten Fluchthelfer gefunden. Er wird gute Papier verschaffen. Aber keine Dörfer, besser aus. Durch die Tunnel? Ja, geht nicht anders. In Ägypten erwartet die Fluthilfe. Und dann mit einem Boot? Nein, wir werden fliegen. Wir haben gespart und euer Onkel hat uns den Rest gegeben. Es ist teuer, aber sicher. Ich habe Angst vor dem Tunnel. Wir endlich nach Deutschland. Ich will endlich raus. Du darfst nicht raus. Wenn sie dich hier in Kairo auf der Straße sehen, schicken sie uns wieder zurück nach Gaza. Und geh vom Westen weg.
Zuerst hat es geheißen, eine Woche. Und jetzt, es ist schon ein halbes Jahr. Und immer in diesem kleinen Zimmer. Da hätten wir auch in Gaza bleiben können. Da hatten auch keine Freiheit. Unsere Kontaktfrau kommt gleich vorbei. Sie hat mir versprochen, heute gibt es gute Nachrichten. Wir müssen bloß Geduld haben. Ich bin jung und musste leben. Das Stadt Essen bin ich eingesperrt. Das wird sie sein. Hallo? Hallo. Bitte schön. So, hast du gute Nachrichten? Ja, aber auch eine schlechte. Es geht bald los in 3 Tagen. Aber ihr müsst noch etwas dazu zahlen. Es gibt Probleme. Wie viel? Für die ganze Familie kostet es jetzt 30.000 Euro. 30.000? Aber haben wir nichts mehr, um in Deutschland zu leben? Ihr könnt auch billiger mit dem Boot reisen. Billiger, aber 100-mal gefährlicher. Mit Flugzeug ist zu teuer. Okay. Okay. 30.000, alles, was wir haben. Sehr gut. Hier sind eure Papiere. Sie sind perfekt gefälscht. Keine wird euch aufhalten. Ihr steigt einfach in das Flugzeug und seid in ein paar Stunden in Deutschland. Wie einfach doch alles ist, wenn man Geld hat. Hallo, Peter. Hi, Susanne. Hast es ja gerade noch zum Schulbus geschafft. Kannst du die Vokabeln für heute? Naja, geht so. Mein Papa hat gesagt, Englisch hat man früher erst ab der 5. Klasse, nicht schon in der 3. Das kommt von den Ausländern, damit man sich mit denen unterhalten kann. Aber Mehmet und Monika aus unserer Klasse können doch auch kein Englisch. Ja, die nicht. Aber wegen der ganzen anderen müssen wir Englisch lernen. So ein Scheiß. Ja, und dann hat mein Papa noch gesagt, die Ausländer wollen gar nicht arbeiten. Die tun nämlich 5-mal am Tag beten. Da können die gar nicht arbeiten. Das kann aber nicht stimmen, denn meine Mama hat gesagt, dass uns die Ausländer die ganze Arbeit wegnehmen und nichts mehr für die Deutschen bleibt. Aber auf jeden Fall lieben die Deutschland nicht so wie wir Deutschen, sagt mein Papa. Aber Monika hat doch immer die besten Noten in Heimat und Sachkunde. Weil die gute Noten braucht, damit sie in Deutschland bleiben kann, hat sie mir gesagt. Denn dann ist sie intrigiert oder so. Oh je, wenn ich mir vorstelle, dass sie mich aus Deutschland rausschmeißen, nur weil ich schlechte Noten habe, da wäre ich schon lange in Afrika. Oder da, wo Krieg ist, so wie es im Fernseher ist. Ich schaue mir am besten die Vokabeln nochmal an. 10 Minuten fahren wir ja noch. Magst mich abfragen? Mitgliedsland, in dem ein Asylsuchender zuerst eingereist ist, muss das Asylverfahren durchführen und bei Anerkennung den oder die Geflohene aufnehmen. Das betrifft hauptsächlich die Grenzländer Griechenland, Italien und Spanien. Während ein Binnenland wie Deutschland im Grunde gar keine Fliehenden aufnehmen müsste. Die Fliehenden selbst können sich nicht aussuchen, wo sie Asyl beantragen möchten, obwohl dies für sie ein großer Vorteil wäre. Die Schweiz zum Beispiel erkennt 41% aller Kosovo-Flüchtlinge an. Deutschland schiebt alle Kosovaren ab. Für Schutzsuchende gibt es kein grenzenloses Europa. Die folgende Geschichte beginnt an einer Grenzstation in der Slowakei.
hier, habe ich gefunden. Wo willst du hin? Nach Europa. Nach Europa? Ja. Wo ist dein Pass? Ich habe keinen Pass. Keinen Pass? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Somalia. Aus Somalia. Und du bist in die Slowakei ohne Pass gekommen? Ja. Also, ohne Pass kannst du nicht so einfach nach Europa kommen. Verstehst du das? Nein, das verstehe ich nicht. Also, ich habe zwei Fragen. Willst du einreisen, dann muss ich deine Fingerabdrücke abnehmen. Oder willst du wieder zurück? Nein, ich möchte hier bleiben. Also, Fingerabdrücke. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. 17 Jahre alt? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Warum? Du bist älter, vielleicht 10 Jahre älter. Nein, ich bin 17 Jahre alt. Nein, nein. Aber egal, du musst deine Fingerabdrücke abnehmen lassen, dann bekommst du vorübergehende Papiere von uns. Hast du verstanden? Ja. Also. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin neu in Schweden und wollte ich Asyl beantragen. Sind Sie Flüchtling? Ja. Haben Sie Papiere dabei? Ja, ich war in der Slowakei und jetzt wollte ich in Schweden Asyl beantragen, weil das Leben in der Slowakei sehr schwer ist. Aha, Slowakei. Wie lange waren Sie in der Slowakei? 3 Monate. Und wie lange sind Sie schon in Schweden? Erste Zeit Kursen. Ich werde im Computer nachsehen. Aha, Ihre Fingerabdrücke wurden in der Slowakei entnommen. Die Dublin-Verordnung sagt, dass Sie in dem Land bleiben müssen, in dem Sie zuerst die europäische Gemeinschaft betreten haben. Das ist bei Ihnen die Slowakei. Es tut mir leid, aber Sie müssen zurück in die Slowakei. Ich werde Ihnen ein Flugzeugticket geben, damit fliegen Sie dann zurück. Ein Beamter wird Sie zum Flughafen bringen. Hallo. Ich bin neu in Norwegen und habe ich Asyl beantragt. Waren Sie in der Slowakei und wie lange sind Sie hier? Seit vorgestern. Wie alt sind Sie? Ich bin 18 Jahre alt. Der Name und so weiter, das stimmt alles? Ja. Aha, Ihre Fingerabdrücke. Leider dürfen Sie nicht hier bleiben. Aufgrund der Dublin-Verordnung ist die Slowakei für Ihre Asylverfahren zuständig. Sie müssen zurück in die Slowakei. Sie bekommen von uns ein Ticket für die Bahn. Herzlich willkommen heißen in unserem Unterstützungskreis für Asylsuchende in Sel. Wir haben einige dringende Dinge zu besprechen. Aber wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir einen Gast bei uns. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Fatih. Ich komme aus Somalia. Ich bin 20 Jahre alt. Und du hast leider ein großes Problem. Ja, ich habe ein Papier von der Regierung bekommen. Hier sehen Sie bitte. Hier steht, dass du wieder in die Slowakei zurück musst, wegen der Dublin-Verordnung. In der Slowakei ging es mir sehr schlecht. Bin ich deswegen nach Schweden. Doch Schweden schickte zurück wieder in die Slowakei. Dann bin ich nach Norwegen. Doch auch Norwegen wollte mich zurückschicken. Deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Wie hast du denn die Reisen finanzieren können? Eine Cousine aus Amerika hat mir Geld geschickt. Im Grunde gibt es nur noch eine Möglichkeit, Kirchenasyl. Kirchenasyl heißt, dass du in einem Pfarrhof leben musst, einige Monate, bis Deutschland dein Asylverfahren übernimmt.
Du darfst nie rausgehen. Du musst die ganzen Monate im Pfarrhof bleiben. Denn außerhalb des Pfarrhofs nimmt dich die Polizei fest. Wir kommen und bringen dir Essen und Kleidung mit. Magst du das machen, Kirchenasyl? Ja, ja, bitte. Gut, ich kenne einen Geistlichen, der dafür offen ist. Ich rufe ihn gleich an. Denn schon heute könnte die Polizei ins Asylheim kommen und da Fatia zurück in die Slowakei schicken. Fahrer. Ich komme gleich. Hallo Fatia, na, wie geht's dir? Gut. Mein rechtes Anfall hat gesagt, dass ich wahrscheinlich bleiben darf. Das freut mich. Du bist zwar eineinhalb Monate hier. Und ein junger Mensch wie du darf nicht eingesperrt sein. Der muss raus, das Leben genießen. Ja, das wäre schön. Hier die Post. Es ist auch vom aus. Hier die Post. Es ist auch ein Brief vom Ausland dabei. Vielleicht sind ja gute Nachrichten. Ja, es sind gute Nachrichten. Aber könnten Sie bitte lesen? Mein Deutsch ist noch nicht so gut. Ja, natürlich. Ja, es stimmt. Dein Asylverfahren in Deutschland wird eröffnet. Du kannst erst mal hier bleiben. Danke. Hoffentlich für immer. Danke. Sag mal, machst du eigentlich ein Auslandssemester? Ja, sicher. Und weißt schon wo? Nee, nicht wirklich. Aber ich bleibe in Europa. Mich würde Spanien oder Portugal interessieren. Ich mag ja die wärmeren Länder. Vielleicht Rom? Ich überlege es mir nämlich auch. Aber ich habe einen Tick für den Norden. Schweden oder noch besser Norwegen. Finnland fände ich auch gut. Oh, das wäre mir zu kalt. Für mich ist Südfrankreich schon die Grenze. Kroatien vielleicht noch. Griechenland? Stimmt, Griechenland. Stell dir vor, du kannst später mal als Politologin sagen, du hast in Athen studiert, der Wiege der Demokratie. Das hat schon was. Also ich überlege auch eventuell England, vor allem wegen London. Du weißt ja, ich bin ein absoluter Beatles-Fan. Die Abbey Road entlang gehen, wo die ihr letztes Album aufgenommen haben, das wäre schon was. Ja, deswegen musst du aber nicht gleich ein Auslandssemester machen. Du kannst ja auch mal so in Urlaub hinfliegen. Ja, hast recht. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Schon blöd, wenn man so die Qual der Wahl hat, gell? Menschen fliehen aus den Ländern, in die sich der Westen politisch und militärisch einmischt. Syrien, Irak, Ukraine, Libyen, Somalia, viele zentralafrikanische Staaten und natürlich Afghanistan und Pakistan. Der Krieg gegen den Terror begann 2001 mit dem Einmarsch des Westens in Afghanistan. Seit 2004 führen die USA einen Drohnenkrieg gegen die Taliban in Pakistan. In beiden Fällen erfolglos. Denn heute gibt es mehr Terroristen, sterben mehr Menschen durch Bomben und Attentate als je zuvor. In Afghanistan und Pakistan regiert die Gewalt. Die stärkere Gruppe unterdrückt die schwächere.
Paschtunen verfolgen die Volksgruppe der Hazara. Taliban terrorisieren Arbeiter und einfache Geschäftsleute. Die Korruption unterläuft jede öffentliche Ordnung. Vier Geschichten aus zwei verlorenen Staaten. Wir müssen mit dir reden. Wo sind die? Ja, gerne. Bringst du uns die? Ja, gerne. Aber sitzen bitte, pass auf, die Männer gefallen mir nicht. Sitzen Sie bitte. Sehr schön. Haben Sie es hier? Sie leben hier mit Ihrer ganzen Familie? Ja, wir leben hier alle um 7 Uhr. Ah, der Tee. Weißt du, warum wir hier sind? Nein, ich weiß es nicht. Dieses Haus, in dem du jetzt wohnst, hat einmal unsere Familie gehört. Dein Großvater hat dieses Haus gekauft. Und jetzt möchten wir es wieder zurück. Aber nein, das geht nicht. Das Haus ist unsere Heimat. Du hast eine kleine Tochter, nicht wahr? Ja, sie ist mein Agenstan. Ein gelehriges kleines Mädchen, konnten wir sehr gut gebrauchen. Was denkst du? Ja, auch wenn sie eine Haserei ist. Nein, bitte nicht. Wenn du nicht verkaufst, dann nehmen wir deine Tochter mit. Hast du gehört? Du hast nur zwei Möglichkeiten. Du verkaufst uns dieses Haus, aber natürlich für einen günstigen Preis. Oder wir nehmen deine Tochter. Nein, nein, nicht meine Tochter. Ich verkaufe uns das Haus, aber nur für einen guten Preis. Du kennst uns, oder? Du hast sehr große Probleme, sehr große, wenn du uns ärgerst. Günstig verkaufen oder deine Tochter? Du hast etwas Bedenkzeit, aber nicht lange. Bitte, ich brauche noch 5 Tage, um alles zu überlegen. Nein, nein, nur 2 Tage. Gut, dann in 2 Tagen. Keine Dokumente. Führer sein? Ich habe keine Führerschein dabei. Zeig mir deine Sachen. Nein, nein, bitte nicht. Komm, alles. Nein, bitte nehmen Sie diese 100 Rupien. Nein, das ist wenig. 1000 Rupien. Nein, so viel habe ich nicht. Das ist zu wenig. Dann hier 200 Rupien. Nein, wir brauchen 1000 Rupien. Nein, so viel habe ich 100 Rupien, das habe ich nicht. Dann hier 200 Rupien, kannst du die nehmen. Also, fahr weiter. Ich arbeite, ich nehme Fragen. Setz dich! Hast du Geld? Nein, ich habe kein Geld. Ich habe Kumkunde und ich habe kein Geld. Wir glauben dir nicht. Nein, es waren schon andere Leute vor euch da. Wir haben alles genommen. Er lügt. Nein, ich habe muss andere Leute gegeben. Wenn du uns keine Geld gibst, dann schlagen wir dich. Nein, wirklich, ich habe keine Geld. Ich habe andere Leute gegeben.
untersuch alles. Steh auf! Aha, ein Handy! Okay, lass uns gehen. Und nächste Woche gehen. Hast du verstanden? Ja. Ein Hazara. Hazara, gut. Alles in paar Stunden. Können Sie weiterfahren. Die Taliban bekennen sich zu dem Anschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul und feiern ihn als Sieg über die Polizeibehörde. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Tor einer Kaserne der afghanischen Polizei in die Luft gesprengt. 10 Menschen wurden getötet, 20 verletzt. Zur Zeit des Anschlags war der deutsche Innenminister de Maizière zu Gast in der wenige Kilometer entfernten deutschen Botschaft. Der Terroranschlag habe keinen Einfluss auf seine Reisepläne, ließ de Maizière verlauten. Man dürfe seine Politik nicht nach solchen Anschlägen ausrichten, so der Bundesinnenminister. Auch Kabul mit 4,5 Millionen. Dort gibt es viele Anschläge, wie wir heute bitter wieder erlebt haben. Aber trotzdem ist der Zustand der Sicherheit so, dass man Menschen in Übereinstimmung mit der afghanischen Regierung auch wieder nach Afghanistan zurückbringen kann. Die Schuld. Jeder fühlt sich im Recht. Der Westen unterstützt offen faschistische Gruppen. Russland nicht minder nationalistische. Immer ist der andere der Böse. Immer ist die Wahrheit des anderen Propaganda. Wer nicht mitspielen will, wer ein Leben in Frieden will, der muss fliehen. Unsere letzte Geschichte erzählt von der Suche nach Frieden. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe studiert in der Hauptstadt Baltimore. Jetzt bin ich fertig und ich möchte wieder zurück in meine Heimat. Darum ich muss meinen Wohnsitz umändern. So, so. Mit dem Studium fertig. Dann komme ich zur Armee. Nein, ich möchte nicht zur Armee. Ich möchte keinen Menschen totschießen. Du weißt, wegen dem Krieg wurde die Wehrpflicht wieder eingeführt. Zuerst die Grundausbildung, dann an die Front. Aber das will ich nicht. Du wirst sie nicht gefragt. Entweder du meldest dich hier in einer Woche an dieser Stelle oder du kommst ins Gefängnis.
hast du, mein Sohn? Du schaust so besorgt aus. Ich war heute auf dem Amt. Dort hat mir gesagt, ich muss zur Armee gehen. Nein, aber dieses Land braucht doch Pommersche mehr. Die kann man doch nicht an die Front schicken. Ich habe so gehofft. Unser Onkel ist freiwillig auf die Front gegangen. Dort hat ein Fuß verloren. Die Regierung hat gesagt, das ist dein Problem. Für so eine Regierung, ich will nicht kämpfen. Hm. Du gehst ins Ausland, nach Deutschland. Dort lebt meine Schwester. Du kannst mit deinem Visum dorthin fahren und 3 Monate bleiben. Vielleicht ist dann alles besser hier. Ja, vielleicht. Ich will kein Mensch dort. Hallo Mutter, ich bin's. Oh, mein lieber Sohn, endlich! Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Die Tante sorgt gut für mich. Wie ist die Lage zu Hause? Nicht gut. Die Polizei war schon ein paar Mal da und hat nach dir gefragt. Du musst in Deutschland bleiben. Aber Mutter, ich muss zurück. Ich habe ganz andere Pläne. Ich muss in Heimat leben. Dann musst du in Deutschland Asyl beantragen. Mutter, aber das Visum gilt nur für 3 Monate. Ich muss zurück. Ich will dich nicht verlieren. Ich weiß, in Deutschland bist du sicher. Bitte, mein Sohn, bleib. Vielleicht in ein paar Jahren ist der Krieg vorbei. Ja, vielleicht. In Deutschland brennen wieder Flüchtlingsheime. Beinahe täglich werden Anschläge und Straftaten gegen Asylbewerber und Bewerberinnen verübt. Selten jedoch gelangen diese zur Anzeige oder gar Verurteilung. Auf 1000 Deutsche kommt nur eine Handvoll Asylbewerber. Trotzdem sprechen demokratisch gewählte Politiker von Asylantenschwemme und Flüchtlingsflut und schüren damit Ängste. Im Internet tobt sich der Mob aus. Sogenannte besorgte Bürger lassen ihrem Hass freien Lauf. Morddrohungen gegen Geflohene, Morddrohungen gegen Menschen, die Geflohenen helfen. Eine Partei, die aus nichts anderem als Fremdenhass besteht, bekommt mehr und mehr Zulauf. Und ein Diktator wird damit beauftragt, die Flüchtlingsfrage zu lösen, der selbst sein eigenes Volk bekriegt. Ist Deutschland noch ein zivilisiertes Land? Ich bin Ruslan, ich komme aus der Ukraine. Ich bin geflohen, weil ich möchte keine Menschen töten. In Deutschland, ich möchte Bauingenieur studieren. Ich bin die Rosa, ich komme aus Armenien und ich möchte Kinderpflegerin werden. Ich bin Juma Alhamri, ich komme aus Syrien. Ich hatte gerne in Deutschland einen Job finden und ich bin geflucht, weil mein Land Krieg hat. Ich bin Mohammed Al-Hila, ich komme aus Palästina und ich möchte gerne Fluggerätmechaniker werden. Ich heiße Bayan, ich komme aus Palästina. Ich bin Ahmed Safrat, ich komme aus Pakistan, ich würde gerne Maschinenmechaniker.
Ich heiße Samad, ich komme aus Afghanistan und ich möchte hier studieren. Ich heiße Reza Asker, ich komme aus Afghanistan, ich bin wegen Taliban geflohen, ich möchte in Deutschland studieren. Ich heiße Dominik, ich komme aus Spanien und ich möchte Kinderpflegerin werden. Ich heiße Fatia, ich komme aus Somalia und ich bin geflogen wegen Al-Shabaab. Ich möchte als Krankenschwester werden. Ich bin Ismail, ich bin aus Afrika. Ich möchte gerne als Krankenpfleger werden. Ich bin Nidalin, komme aus Deutschland und möchte Hotelfachfrau werden. Ich heiße Daniel, ich komme aus der Ukraine. Ich bin geflohen, weil ich möchte nicht andere Menschen zerschlagen. Ich möchte Bauingenieur werden. Ich bin Darlene, ich komme aus Deutschland und ich möchte studieren.